Mein Name ist Barbara Keusch, ich lebe in Köln und es gab einen Punkt in meinem Leben, der hat ziemlich viel verändert für mich. Und zwar war das der Punkt, als meine NLP-Ausbilderin zu mir sagte oder mich fragte, Barbara, was willst du eigentlich mit 50 Mal erreicht haben? Und in dem Moment wurde mir wirklich sehr deutlich und sehr schlagartig klar, dass ich den Weg, den ich zu dem Zeitpunkt eingeschlagen hatte, da war ich so Anfang 20, niemals dahin führen wird, dass ich mit 50 sagen kann, ja, hier wollte ich ungefähr stehen. Ich wusste, ich möchte mit 50 sagen können, ich habe meinen Traum gelebt. Oder ich habe es wenigstens versucht. Das ist eigentlich das Wichtigere, dass ich es wenigstens versucht habe, egal was dabei rauskommt. Und dann habe ich nach diesem Wochenende damals, als ich die Ausbildung gemacht habe, gesagt, okay, da muss ich jetzt was ändern. Und dann habe ich meinen damaligen Job gekündigt und bin an die Schauspielschule gegangen. Ja, seitdem hat sich mein Leben für mich komplett verändert. Jetzt macht alles mehr Sinn. Für meine Eltern nicht. Also die fanden das vorher wesentlich sinnvoller. Aber für mich, von meinem Gefühl, für meine Seele, ist es jetzt das, wo ich das Gefühl habe, da gehöre ich hin. Ich habe mir eine Schule ausgesucht, an der Sprechen, also Stimme, Mikrofon und Kamera und Bühne gleichmäßig oder zu gleichen Teilen ausgebildet wird und merke, dass das einfach ein riesen breites Feld ist, in dem ich mich total gerne ausprobiere. So wurde ich quasi zur Diplomkauffrau und Bürokauffrau und NLP-Practitioner-Absolventin zur Schauspielschülerin. Ach so, ich habe auch noch eine Skilehrerausbildung gemacht, weil ich dachte, wenn das Schauspielerei, das ist ja jetzt nicht so der Job, wo man im Geld schwimmt, vor allen Dingen am Anfang. Deswegen dachte ich, ein paar andere Standbeine machen nicht, sind nicht so schlecht. Daher habe ich auch sowas gemacht und interessiere mich einfach auch für viele Dinge, die, mit denen man so das Leben bestreiten kann. Einen Segelschein habe ich auch und den Führerschein. Und ich spiele Flöte. Tanzen kann ich auch noch. Standard, lateinamerikanisch. Gut. Das war's.